Gestern Abend gab es im Leipziger Gewandhaus ein Benefizkonzert. Die Musiker spielten alle für einen guten Zweck und der Erlös der Eintrittsgelder wurde gespendet für die Elternhilfe krebskranker Kinder. Das Geld wird dringend benötigt für Projekte wie Freizeit-, Sport- und Musiktherapien, die nicht von den Kassen getragen werden. Sie sind sehr wichtig für die betroffenen Kinder und ihre Familien. Allein in Leipzig erkranken jährlich 50 Kinder an Krebs und bundesweit sind es mehr als 2000. Der kleine Tom verteilt am Eingang des Gewandhauses Infozettel der Elternkrebshilfe. Als Dreijähriger erkrankte er an Leukämie. Heute, mit 7 Jahren, hat er endlich den Krebs besiegt. Seinen Job hier findet er ziemlich cool. Ich bin hier, für die Elternhilfe, sage ich das mal dazu, hier noch Karten austeilen und wenn die dann alle drin sind, dann gehe ich nach Hause. Das Gewandhausorchester spielte die Alpensinfonie von Richard Strauss, ein Werk, das der Dirigent extra für diesen Abend gewählt hat. Ich meine, eine Bergfahrt, wie man nach oben und vielleicht heil nach Hause kommt, ist nicht unähnlich vielleicht wie eine Behandlung, was man durchmachen muss, vielleicht einmal im Leben. Eine Berg- und Talfahrt, die auch Tom und seine Familie hinter sich haben. Die Leidenszeit des Jungen hinterließ bei allen Spuren. Das Familienleben tut sich verändern, indem man wirklich erstmal vieles für das erkrankte Kind tut. Automatisch das Geschwisterkind ein bisschen, obwohl man es nicht will, in den Hintergrund rückt. Nicole, Toms ältere Schwester, konnte sich bei Ferienfreizeiten mit anderen Kindern austauschen, die Ähnliches durchleben. Balsam für ihre Seele. Wir haben gesprochen über die Schicksale, sage ich mal. Dann haben wir uns viel abgelenkt, waren reiten, haben aus Naturstoffen was gebastelt. Das Benefizkonzert für derartige Projekte, ein voller Erfolg. Lob von allen Seiten, vor allem für die ehrenamtlichen Initiatoren. Meine Frau arbeitet auf der Krebsstation. Und oft kommt sie nach Hause und bringt Geschichten mit, wo sie auch schwer zu tragen hat. Das ist der persönliche Zugang. Und ich finde, die Elternhilfe macht eine unglaublich gute Arbeit und möchte es gerne unterstützen, dort wo ich kann. Unterstützung am gestrigen Abend hieß in erster Linie Spenden sammeln. Und zusammen mit der großen Tombola kamen mehr als 36.000 Euro zusammen. Fest steht, im nächsten Jahr wird es wieder ein Konzert geben, damit die Elternkrebshilfe auch künftig die Therapien finanzieren.